I'm from Iran. Adelaide in Australia. I'm from Rome. Finland. I'm Sydney in Australia. Brasilien. UK. Ich komme aus Frankreich. Ja, hi, ich bin Chiara. Ich bin Thomas. Und wir haben ISN gegründet. ISN steht für International Student Network. Die Motivation dahinter ist im Prinzip, dass wir versuchen, International Students in Göttingen mit deutschen Studierenden und untereinander ein bisschen besser zu verknüpfen und so Dinge anzubieten, die die Uni, also das International Office, nicht leisten kann. Also weitere Trips in Städte oder Exkursionen oder Abendveranstaltungen, all sowas, was nicht ganz so offiziell als Uni-Veranstaltung möglich ist. Wir waren eine Fahrradtour gemacht zur Weser, wir sind auf den Brocken gewandert, ja, und dann hatten wir hier so kleinere Abendveranstaltungen wie ein International Pub Quiz. Also wir sind jetzt nach Nürnberg gefahren, nach Hamburg, München, Hannover. Das waren so die größeren Städtetrips. Yes, this is my first trip with ESN, so yeah, really excited to be here, really having a great time. Hamburg gefällt mir sehr. The coolest experience for me was seeing a grandma, like 70 years old, pole dancing. This was the first time in my life and I think the last time in my life. Wir haben heute einen Stadttour gehabt und wir haben über die Geschichte des Hamburgs gehört und dann haben wir gegessen und ein bisschen Shopping gemacht. Den Cappuccino, den Schnitzel, ja, es ist immer sehr wichtig, was man isst. Schnitzel? Schnitzel, ja. Ja, jedes Semester beginnen wir mit einer Semester-Welcome-Party für die Studierenden, damit die sich erstmal kennenlernen, weil man kommt hier nach Göttingen und denkt so, irgendwie nicht so die Community, wie finde ich denn überhaupt Leute? Und diese Welcome-Party ist ganz gut einfach, ja, um alle zu treffen. Ja, Erfolgserlebnisse, die wir bisher sehen konnten, waren zum Beispiel nach den Veranstaltungen, wenn die Leute uns sagen, ey, was für ein cooler Trip. Letztens haben wir eine WhatsApp-Nachricht nach 2 Wochen nach dem Hamburg-Trip bekommen. Boah, ich wollte euch nochmal danken für die geile Zeit mit euch und da haben wir uns auch richtig gefreut. Also ja. Solche, ja. Oder wenn man auf einmal sieht, irgendwie 20 Leute ändern ihr Profilbild auf einen Schloss Neuschwanstein-Hintergrund ja. Und wir waren da quasi mit denen hingefahren, dann ist das schon ganz cool. No, it's been a really good way to meet people, I think. There's been a lot of great activities. Wunderbar, sehr schöne Leute. Und dann ist es sehr schöne Aktivitäten, billiger Preis. So, alles gut. Ja, ich denke, es ist eine super Gruppe. Volunteering is always a great thing to do. I appreciate as a foreign student that someone can take care of me. So, thank you. Ja, uns hat das irgendwie so ein bisschen gefehlt, das internationale Flair in Göttingen. Klar, es ist viel Zeit, die wir da rein investieren, aber es macht auch Spaß. Ja, man lernt unglaublich viele neue Leute kennen. Es sind spannende Geschichten. Irgendwie man geht in so ein Wochenende und nachher hat man 40 Geschichten gehört von Leuten, die was ganz anderes machen als man selbst oder aus ganz anderen Gegenden, Verhältnissen kommen. Das ist einfach super spannend. Wir treffen uns einmal die Woche mit unseren Mitgliedern, um Sachen zu planen. Jeder hat dann bestimmte Aufgabengebiete. Klar, es gibt auch finanzielle Sachen und so weiter, aber die Hauptsache ist, dass wir Events planen. Ja, und erst war es auch schwierig, dass wir uns erstmal vergrößern mussten. Also wie wird man als so eine kleine Organisation bekannt? Ja, da mussten wir uns erstmal quasi bekannt machen und weitere Mitglieder werben. Aber jetzt sind wir insgesamt, glaube ich, 18 Leute. Und haben halt mit 4 Leuten gestartet, also es wird langsam. Ja, wenn man bei uns mitmachen möchte, dann kann man uns einfach eine Facebook-Nachricht schreiben. Also da heißen wir auch International Student Network Göttingen. Und wir sind immer offen, neue Mitglieder zu empfangen. Wir sind auch 18 Leute aus ganz verschiedenen Studienrichtungen. Suchen zum Beispiel im Moment einen Jurastudenten, der so ein bisschen Vereinsrecht gerne macht. Aber jeder ist bei uns gerne willkommen. Und wenn du ein internationaler Student bist, der Lust hat, bei unseren Events mitzumachen,
dann einfach mal auf Facebook International Student Network Göttingen suchen. Dann findet man uns sofort und auch unsere Events nacheinander aufgelistet.